Tollmans Mustard. That's what we came for. Aber wir brauchen die kleinen 100 Milliliter, sonst kriegen wir die nicht nach Hause. 170, Mist. Wir sind hier gerade nur in einem kleinen Tesco und wir wollen einfach für heute sozusagen ein paar Sachen zu essen. Ja, du kannst trotzdem Senf mitnehmen. Senf ist nämlich Senf in Wagenladung. Das heißt, da ist das Glas wahrscheinlich auf heute. Nicht heute, sorry, diese Woche. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Ich habe nicht so richtig Hunger. Wir haben gerade gefrühstückt, ganz enorm. Ganz enorm viel. Ich will eigentlich nur einen Saft trinken. Nehme ich auf jeden Fall mit. Oh yeah. Auf jeden nehme ich Pfirsiche mit. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt zweimal Pfirsiche. Ich glaube, das ist nur ein halbes Kilo. Und einmal Sellerie. Oh ja. Und du hast Sandwiches. Tag. Hallo Leute, heute ist Sonntag. Seth und ich waren schon einkaufen. Und jetzt sind wir fröhlich auf der Straße unterwegs. In die Stadt ist es schon um 2. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Wir haben übelst viele Mitbewohner, mit denen wir erstmal quatschen mussten. Vor allen Dingen mit der einen Omi quasi. Eine ältere Dame, die uns einiges erzählt hat, wo man hingehen kann. Wir versuchen jetzt unsere Straßenbahn zu kriegen. Und dann haben wir vor, zu Brick Lane zu gehen. Es hat im Taxi gestern super geklappt und wir waren dann so gegen 2:45 zu Hause. Mega gut. Hinter mir ist gerade das Spitalfields Market. Wir wollen gar nicht zu Spitalfields, weil ich das gar nicht so schön finde dort. Es gibt halt so Klamotten vor der Stange, Buttons, weiß ich. Sowas gab es zumindest vor 10, 15 Jahren. Die Gegend hat sich ein bisschen geändert. Ich finde, es ist irgendwie übelst schick geworden. Hier sind Jo Malone, Urban Decay, alles mögliche, so Make-up-mäßig am Start. Ja, aber wir suchen eigentlich so einen indischen Markt. In der Brick Lane und deshalb gehen wir da jetzt mal hin, würde ich sagen. Hier gibt es hier alles. Hier gibt es Kaffee, Kuchen, Sushi, Brownies. Kiwi-Saft oder sowas ähnliches. Mussten wir uns erstmal gönnen. Und es war so eine Art Limonade. Lemon Ginger. Ingwer und ja. Mega. Das ist gleich ein gutes Gewissen danach. Wir sind gerade auf dem übelsten Food Market hier. Also es ist schon dieses indische Ding auf der Brick Lane. Übelst viel Food. OMG. Aber ich glaube, es hat gerade erst angefangen. Wir müssen uns noch durch die Massen kämpfen. So, let's go, guys. Let's go. Wozu diese braunen, großen Holzschalen eigentlich Nütze sind und die sind immer viel zu massiv, aber für Schokolade sind die irgendwie genau richtig. Oh mein Gott! Crazy, alles ist so massiv und so doll und so überwältigend, sag ich mal. Hallo Leute, wir sind jetzt in so einer Food Hall, sozusagen. Es gibt übelst viele Sachen aus übelst vielen verschiedenen Ländern. Seth hat sich da gerade was von dem äthiopischen Stand geholt. Mega, ey. Gemüsesaat auf jeden Fall. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe mir jetzt was von diesem Dumpling-Stand geholt, da hinten. Und zwar dieses Teil. Sieht gut aus. Ist mit Gemüse. Ich freue mich schon. Ich habe, glaube ich, das noch nie gegessen. Vielleicht in Japan irgendwo, aber auch mehr so auf der Straße. Ich bin schon echt gespannt. Wir setzen uns jetzt raus. Draußen, also es gibt so ein kleines Draußen-Dingens. So ein Fake-Rasen gibt's hier. Süß, das ist unser Tisch. Ja.
Happy Seth? Very happy. Me also very happy. Okay. Ist auf jeden Fall mit Zwiebeln gefüllt. Sehe nur Zwiebeln. Und vielleicht Kohl. Jetzt im Park, im Regents Park. Da waren wir noch nie. Also wir liegen im Schatten, weil die Sonne ein bisschen zu doll ist. Ich glaube, wir haben beide irgendwie einen Sonnenstich. Oder vielleicht sind wir auch nur übelst gejetlaggt, weil wir gestern um 4 ins Bett gegangen sind, also deutsche Zeit. Jedenfalls liegen wir hier und entspannen. Also wir sind heute nur mit dem Bus unterwegs gewesen. Das ist einfach super anstrengend, meiner Meinung nach. Weil immer überall Autos sind und man hält alle 2 Sekunden an und dann... Oh, und die Sonne knallt übelst durchs Fenster. Das ist so anstrengend. Fahre ich lieber Tube, ey. Also lieber U-Bahn. Also mir wird ein bisschen kalt, mit dir ein bisschen kalt. Sorry Leute, meine Kamera ist gerade ausgegangen, weil meine Karte voll war. Zu viel gelabert heute und gestern. Einfach zu viel gelabert. Gestern. Einfach, gestern. Einfach zu viel gelabert habe ich. Ja, habe ich. Offensichtlich. Ganz offensichtlich habe ich zu viel gelabert. Tja, ihr merkt schon, wir sind delirious. Nicht mehr ganz bei uns. Etwas doch, weggetreten, so. Selbst noch ganz weiß. Immer schon gewesen. Außen genauso viel wie drin, ne? Mindestens. Das sind keine Oats. Hallo Leute, das sind Ginger Nuts. Die wollte ich euch jetzt mal vorstellen. Weil My Odie Oats. Was ist mit dir los? Lass mich. Nein. Okay, also Ginger Nuts sind quasi Ingwerkekse. Die sind sogar gar vegan, tatsächlich. Das war ziemlich viel Scheiß drin, aber eine Güte. Und die sind übelst knusprig und schmecken halt nach Ingwer. Hey, lass mich, sonst wirst du gefilmt. Nein, ich bin Kamerascheu. ich hatte die zum letzten Mal vor 11 Jahren oder so. Stimmt gar nicht, ich hatte die in Neuseeland. Hm, sind immer noch so geil wie früher. Ein bisschen süß. Aber ich glaube, das müssen die auch. Man sieht sogar die Zuckerkristalle. Schon ein bisschen strange. Und was sagst du? Schmackofatzi. Tolle Kekse. Also, falls ihr mal in England seid, kauft euch die und probiert die und sagt mir, wie ihr die findet. Okay? Wir sind jetzt in die Sonne gegangen. War mir doch ein bisschen zu kühl. Und ich hätte gern meinen Schal. Ist nämlich frisch am Hals. Aber der, was soll ich machen? Jetzt liegt drauf. Jedenfalls wollte ich euch noch mal kurz sagen, diese Teile heißen zwar Ginger Nuts, aber da ist keine einzige Nuss drin. Deswegen bestehen sie auch komplett aus Hafer. Da ist auch kein einziger Haferflocke drin, obwohl Seth sie Oaty nennt. Oaty Oats. Oaty Oats. Klingt wie so ein Rapper. Ja. Na jedenfalls, da ist keine einzige Haferflocke drin. Heute konnte ich irgendwie lange gar nicht glauben, dass wir tatsächlich in London sind. Wir sind tatsächlich in London, einfach mal rübergeflogen. Der Flug war gar nicht so lang, aber das Drumherum war echt, also... Hätte schöner sein können, sag ich mal. Es war wirklich schön heute. Ja. Wir sind auch nicht mehr so verballert, ich schwöre. Wir sind schon wieder normaler. Ich freue mich, dass wir auf dem Brick Lane Market waren. Ich freue mich, dass ich in London bin, dass das Wetter so enorm ist. Enorm gut natürlich. Dann muss ich mich jetzt leider von euch verabschieden, denn meine Batterie möchte, dass ich aufhöre.
So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Hier ist so ein kleiner Balkon tatsächlich. Kann ich ja mal kurz rumzeigen. Seth und ich setzen uns jetzt einfach noch in die Küche. Ich trinke einen Pfefferminztee. Seth trinkt ein kleines Bierchen. Ja, dann lassen wir den Abend ausklingen. Es ist wunderschön. Es ist so kühl, würde ich sagen. Aber so ganz leicht windig. Und der Himmel ist einfach strahlend. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Sommertag. Beziehungsweise Spätsommertag eigentlich fast. So fühle ich mich zumindest. Habe ich hier gerade rechts einen Scheitel? Oh mein Gott, das kennen wir doch gar nicht von mir. Links, ne? Der Balkon ist wirklich super klein. Die Tür ist wirklich auch nur so groß wie ich ungefähr. Der kleine Balkon ist hier direkt neben der Küche. Die Küche ist wunderschön. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht, wenn man hier reinkommt sozusagen. Also, man kommt hier rein. Hier ist so eine Holztür hinter mir. Da ist ein großer Flur sozusagen. Und ja, dann ist halt links der Kühlschrank. Hier ist so ein kleiner Spiegel. Da seht ihr eigentlich schon alles. Ja, in der Mitte ist ein großer Tisch. Da ist übelst viel Obst drauf. Übelst viele Bananen. OMG. Und ja, hier ist dann die Spüle und der Herd und die ganzen anderen Küchengeräte. Und hier ist ein Fenster, da ist ein Fenster und hier ist quasi der Balkon. Das finde ich übelst schön, wie offen dadurch die Küche wirkt und wie luftig irgendwie. Das kann ich euch gar nicht so richtig zeigen. Und guckt euch mal diese krasse Schale mit Passionsfrüchten an. Oder diese Knoblauchschale. Heute Morgen haben wir Toast gegessen mit Avocado und Marmite. Oh, geil, sag ich euch. Geil. Best thing ever. Und danach haben wir uns übelst gesund und gut gefühlt. Und diese Blumen sind auch wunderschön. Ich find's schön hier. Ich mag das. Ich mag die Küche. Das hier ist unser gemütliches kleines Zimmer. Hier ist die Tür. Hier stehen unsere Schuhe. Hier stehe ich. Regal. Da oben schlafen wir. Es ist wirklich sehr beengt. Ich sag mal, wir müssen in die Küche ausweichen, um uns irgendwo hinzusetzen. Ich würde sagen, es reicht. Es reicht. Wisst ihr, wir wollen ja nur schlafen. Da oben ist das Bett. Es hat keinen Rahmen. Es ist einfach übelst Angst, dass ich rausfalle, weil ich schlafe nämlich am Rand. Wenn man sich in die Küche setzt, dann begegnet man auch immer den super netten Mitbewohnern hier. Das ist halt so eine Omi Susan und so ein Obi David und seine Tochter, die gerade auf Besuch da ist aus Amerika. Und ja, die sind übelst nett und erklären einem Sachen und geben einem Tipps und sagen einem, wo man hingehen kann und solche Sachen. David hat uns gerade erzählt, dass hier in der Nähe Hampstead Heath ist. Das ist eine übelst große Gegend, so Countryside-mäßig. Und die möchte ich mir gerne mal angucken. Und da ist halt auch Primrose Hill. Das heißt also ein Hügel. Und dort kann man, also dort hat man einen übelst guten Ausblick über London. Und dort gibt es halt auch so eine Tafel, die einem halt dann erklärt, wo was ist. Also welches Gebäude, das man da gerade in der Ferne sieht. Da würde ich übelst gerne hingehen. So Leute, mein Kopf dröhnt immer noch so ein bisschen von dem ganzen Wind und der Sonne draußen, die ich heute erlebt habe. Und deshalb werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich freue mich jedenfalls, dass ich hier bin. Ich freue mich auch schon auf morgen. Und ich bin froh, dass Seth bei mir ist und diese ganzen Sachen mit mir macht und durchsteht. Vor allen Dingen die gestrige Nacht, dass wir so gut angekommen sind, freue ich mich. Und ja, bevor meine Augenringe noch ein bisschen tiefer werden, verabschiede ich mich jetzt mal von euch. Gebt diesem Video gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!